Herzlich willkommen, liebe Gäste, zu Gast im Panorama Hotel. Heute zwei Herren. Man sagt so schön Schnaps, das war sein letztes Wort. Ich hoffe, das ist bei uns nicht so der Fall. Schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Grüß euch. Dankeschön. Vielleicht stellt ihr euch ganz kurz vor, mit wem wir es heute zu tun haben. Die Flaschen auf dem Tisch lassen schon vermuten, dass es um was Hochprozentiges geht. Genau, mein Name ist Georg Schulzbacher, ich bin für die Destillerie Freihof für unsere Premium-Marken verantwortlich, sprich für unsere Edelbrände, für Hämmerle. Und ich habe heute auch meinen Kollegen mit, den Harald Dott. Der ist, kann sich gerne selber vorstellen. Genau. Also ich selbst bin für das Gebiet Kärnten unter anderem verantwortlich und betreue unsere Handelspartner bzw. die Gastronomiebetriebe in Fragen, die einfach auftauchen und Unterstützung im Hinausverkauf auch. Super, klasse. Naja, und natürlich bei F&B-Themen, wisst ihr mittlerweile schon, darf einer nicht fehlen. Unser Dario, unser Restaurantleiter, der ja dann letztendlich die guten Produkte an den Mann oder den Frau unserer Gäste bringt. Ihr habt schon was eingeschenkt. Es riecht schon fantastisch, wirklich nach Obst. Was ist das Gutes? Wir haben natürlich aus Vorarlberg unseren Subira mitgenommen. Subira, genau. Okay. Man muss ein bisschen übersetzen auch, weil... das ist wirklich vorarlbergerisch. Su ist die Sau in Vorarlberg. Okay. Und Bier ist die Birne. Es ist ja, wie schon gesagt, eine Saubirne. Mhm. Darf es auch nur in Vorarlberg heißen, die Su-Bier. Okay. Ist wirklich geschützt. Und wir als Hämmerle stehen auch für Su-Bier. Und ich glaube, wir sollten das einmal probieren. Ist eine sehr zum Wohle. Zum Wohle. Eine sehr fruchtige Birne. Trotzdem kräftiger, bleibt länger am Gaumen und ist sehr breit am Gaumen. Also man schmeckt die Birne richtig schön raus. Kann man die Birne auch pur essen oder muss man sie im alkoholischen Zustand? Nein, man hatte früher wirklich diese Birne nicht essen können, deswegen kommt es ja wirklich Saubirne. Man hat sie den Schweineln zum Fressen gegeben, bis wir draufgekommen sind, das kann man ganz gut brennen. Gut, die Möglichkeit. Ich glaube, diese Variante macht viel mehr Spaß, wie dass man die Schweine füttern damit. Also Obst essen tue ich nicht, ich trinke es gerne. Wie viel Birnen sind da jetzt in einem Liter? Ja, im Liter sind es ca. 600 und in dieser Flasche ist ein halber Liter sind eben 300 von den Birnen. Okay. Die baut ihr selber an oder ihr habt Vertragsbauern? Nein, wir sind aus Vorarlberg eben, wie schon erwähnt. Wir sind aus dem Rheintal und wir haben aus der Geschichte nie einen eigenen Obstgarten benötigt. Aus dem Grund, weil wir viele Obstbauern haben. Und wir haben immer schon das beste Obst kaufen können und aussuchen können. Und deswegen aus der Geschichte nie einen eigenen Obstgarten. Okay. Harald, das ist jetzt ein Produkt, man sieht schon an der Flasche, etwas hochwertiger. Genau. Also kein Schnaps oder kein Alkohol, den man jetzt einfach mal so trinkt, sondern man nutzt ihn in besonderen Anlässen. Es ist wirklich im Genussbereich, wie du richtig erwähnt hast, also im High-End-Bereich sind wir hier unterwegs, deswegen auch die Bezeichnung Edelbrand. Mhm. Edelbrand bedeutet insofern, dass wir wirklich nur 100% des Fruchtdestillats verwenden und das nur dann mit Wasser auf dem Alkoholgehalt eingepegelt wird. Also es kommt kein weiterer Zusatzstoff dazu. Generell zu erwähnen, bei uns in der Firma haben wir das Credo, also wir verwenden weder Aromen noch Geschmacksverstärker noch externen Zucker. Das ist für uns eigentlich quer durch, sei es jetzt im Edelbrandbereich, aber auch bei unseren Schnäpsen, wo wir wirklich auf jedes Hilfsmittel verzichten bewusst. Das ist unser ganz großes Anliegen. Dario, Edelbrand, das klingt in erster Linie erstmal furchtbar teuer. Das sind wir ja nicht. Wenn unsere Gäste wissen, sind wir im Preis-Leistungs-Verhältnis durchaus human. Aber es ist trotzdem ein Produkt, was wir nicht bei uns überall im Haus haben, sondern auf einem besonderen Platz. Genau. Wir haben ja verschiedene Unterschiede. Wir haben das Restaurant und die Bar natürlich. Mhm. Diese speziellen Schnäpse präsentieren wir natürlich im Restaurant. Da passt es optimal nach dem Essen dazu, denn die Variante von diesen Spezialitäten sollte ein Abschluss nach dem Menü sein, nach dem Essen sein. Das ist ein Digestif, ein Schnaps dabei, wie man sagt, im normalen Ausdruck. Den Schnaps dazu will ich nicht nennen, weil Schnaps ist ein Schnaps und diese Varianten ist etwas anderes als ein normaler Schnaps, wie man es nennt. Aber diese Varianten sind bei uns nur im Restaurant, was wir den Gästen anbieten können. Und da ist ja auch die Besonderheit der Präsentation. Also wir haben
viele Getränke. Wir haben über 280 Getränke bei uns auf der Barkarte. Die Produkte von Hämmerle haben wir bewusst nicht auf der Barkarte drauf oder in der Getränkekarte, sondern wie präsentierst du das unseren Gästen? Wir haben einen speziellen Wagen damit eigentlich. Das ist ein Schnapswagen, wie man es nennt. Und da ist auch eine Präsentation dabei, so eine Information für den Gästen, wenn sie die Schnäpse mal ansehen. Und gebe ich gerne weiter oder sonst informiere ich die Gäste mit den Schnäpsen und was wir da anbieten können, den Subira, den Holunder, den Vogelbär und ein paar Informationen zu den Schnäpsen dazu. Und mit dem Wagen fährt man durch das Restaurant und bietet die Schnäpse den Gästen an. Tolle Möglichkeit, meine Damen und Herren, nach dem Essen was Gutes zu genießen, nachdem es schon gutes Essen gab. Vogelbär, ein Thema für mich. Ich komme aus dem Rheinland, da wachsen die Ebereschen, wie sie in Deutschland heißen, wild am Straßenrand, so als Alleenbaum, werden da gar nicht verarbeitet, aber es ist ja doch ein sehr österreichisch oder süddeutsch lastiger Schnaps, der aber von der Ernte her doch einiges benötigt, um daraus was Flüssiges zu machen, oder? Ja, es ist sehr viel Handarbeit. Wir brauchen da wirklich, also wir brauchen für einen halben Liter ca. 33 von den Vogelbeeren. Okay. Und da ist schon sehr viel Arbeit zuvor, bis wir den in die Flasche bekommen. Und wahrscheinlich nicht Alleenbäume, wie ich es kenne, sondern das sind dann schon Plantagen, wo die wachsen, oder? Genau, also Hauptanbaugebiet ist im Meer. Und da bekommen wir eigentlich die besten Früchte her für unseren Vogelbeerbrand. Und Vogelbär, warum Vogel? Was hat der Vogel damit zu tun? Haust du einen Vogel raus, wenn ich davon zutrinke? Ja, okay, aber... Nein, gar nicht. Die Vogelbeere ist knallrot, quasi eine Signalfarbe, und da stürzen sich die Vögel drauf und fressen das liebend gerne. Und hat man auch früher wirklich, wo man noch Vögel fangen hat dürfen, und hat man die damit gelockt. Also wir locken. Wir machen guten Brand damit, und das ist, glaube ich, sehr, sehr viel besser. Die Flasche ist ja schon wirklich auffällig, allein schon durch den tollen Stopsel. Was ist sonst das Besondere? Ich gehe jetzt zu einem großen Lebensmitteldiscounter oder Einzelhandel und hätte gerne eure Flasche, und dann? Ja, ist leider nicht möglich, weil wir bleiben wirklich im Fachhandel, in Vinotheken. Das ist uns ganz, ganz wichtig, dass diese Qualität, wir haben auch gar nicht so die großen Mengen, dass nicht überall erhältlich ist. Also wir wollen ja wirklich auch exklusiv bleiben und ja. Super. Aber du hast aber noch zwei andere Marken oder Linien von euch mitgebracht. Es gibt noch eine vierte, die wir jetzt hier nicht am Tisch haben, weil wir uns ja in Richtung Frühling, Sommer entwickeln. Den Jagertee, den es auch von euch gibt. Aber erklär mir mal was zu den zwei anderen Flaschen, bitte. Ja, gerne. Also der Brückenschlag auch zu uns. Wir sind eben sehr stark aus dem Bereich Schnaps und Edelbrand, aus der Historie gekommen, ganz klarerweise. Entschuldigung, wo ist der Unterschied zwischen Schnaps und Edelbrand? Der Unterschied ergibt sich insofern, wie bereits zuvor erwähnt, Edelbrand ist die hundertprozentige Fruchtdestillat, das rein dann mit Wasser eingepegelt wird. Die Bezeichnung Schnaps dürfen wir nur dann verwenden, wenn der österreichische Kodex vorschreibt, 33% Fruchtdestillat ist mindestens drinnen. Der Rest wird mit neutralem Alkohol mehr oder weniger dann aufgegossen. Wir selbst haben uns aber das Credo auferlegt, dass wir mindestens 50-60% Fruchtanteil verwenden, damit wir eben bewusst unserer Einstellung nachgehen können, dass wir nicht nachbessern müssen. Also deswegen bewusst etwas mehr. Merkt man aber einfach dann auch in der Qualität. Also es macht sich bezahlt und man merkt es einfach. Okay. Genau, also aus der Historie heraus Schnaps und Edelbrand ganz klar unsere Steckenpferde, wo wir herkommen. Wir versuchen aber durchaus neue Wege zu gehen und sind mittlerweile auch im Aperitifsegment unterwegs. Als Beispiel habe ich eben hier unseren Mirtillo mitgenommen, italienisch die Heidelbeere. Also ganz klar auch von der Farbe erkennbar, Basis ist ein Heidelbeerlikör. Der aber dann mit Ingwer, Limetten und Wacholderbeeren nur verfeinert wird. Okay. Kann ich klassisch als Likör ausgeben mit 22 Volumensprozent. Wir forcieren den aber gerade auch im Aperitifsegment als Spritzvariante. Kann verschiedenst abgewandelt werden, sei es mit Bitterlemon, mit Prosecco, mit anderen Fillern. Ich kann ihn als sauer servieren oder eben wirklich pur als Likör, also Universaltalent. Spritz ist, glaube ich, momentan so ein bisschen das, was an den Bars, als sie den noch offen hatten und hoffentlich bald wieder haben werden, so ein bisschen das Modegetränk war. Ne? Man hat relativ viele Spritz, also klar, Aperol Spritz, das ist glaube ich so jedem bekannt, aber mittlerweile gibt es ganz viele. Und in die Schiene,
außer dem Heidelbeerschmutz, habt ihr sonst noch was in dem Portfolio? Absolut, also gerade das Thema Wermut wird ja immer wieder stärker jetzt in den letzten Monaten, Jahren. Auch wir sind da jetzt schon länger dran, also wir beschäftigen uns seit 2017 mit dem Thema Wermut. Mhm. Auch ein 100% österreichisches Produkt, wie alle unsere Produkte, die wir vertreiben, auch in Lustern, auch bei uns in der Firmenzentrale hergestellt. Mhm. Wir arbeiten da mit dem Bio-Winzer Fidessa zusammen, der uns einen Weißwein-Cuvée zur Verfügung gestellt hat. Dann kommen noch Kräuter aus dem Bregenzerwald dazu und Williamsbierendestillat von uns aus dem Haus. Mhm. Eignet sich hervorragend als Spritzervariante mit Tonic, Orangenzeste als Serviervorschlag dazu. Und das ist quasi unser männlicher Pendant zum Mirtillo-Spritz einfach, weil er wirklich schöne Bitterstoffe mit dabei hat, sprich appetitanregend, Ecken und Kanten, aber trotzdem im Alkoholgehalt, weil du das Slow Drinking erwähnt hast. Die Grundspiritose hat 18 Volumensprozent. Mhm. Das heißt, mit dem Filler bin ich dann in einem Rotweinsegment unterwegs und habe da wirklich eine spritzige, appetitanregende Alternative. Also Agnieszka, wenn du das jetzt hörst, du kannst dich schon mal mit deinen Barrezepten vorbereiten. Agnieszka ist ja unsere neue Barchefin, die dann zukünftig die guten Drinks mixen wird. Bitte beschäftige dich schon mal mit den Rezepten. Ansonsten wird der Dario da sicherlich gerne dabei helfen. Die dritte Flasche im Bunde, eine Freihofflasche. Sicherlich Freihof vielen ein Begriff, wenn man im Skiurlaub war. Man findet sie überall in den verschiedensten Größen so zum Mitnehmen. Wie passt Freihof jetzt in diese Konstellation von euch rein? Ja, Freihof ist mehr oder weniger unsere Geburtsstunde mit dazu. Mhm. Also der Freihof war die Gaststätte, die damals von der Familie Hämmerle geführt wurde. Okay. Aus der Historie heraus deswegen auch die zwei Marken, also wie der Georg vorher erwähnt hat, alles was wir unter Edelbrände verkaufen, läuft unter dem Familiennamen Hämmerle. Aber Freihof gehört eh und je zu uns dazu, weil es einfach als Gaststätte vorgeführt wurde. Mhm. Dient uns quasi auch als Qualitätsunterschied, ganz klar als Schnaps und im Geist- und im Likörbereich. Mhm. Aber trotzdem qualitativ so hochwertig, dass wir auch das weiterführen und nicht nur im Skiurlaub im Après-Ski-Bereich servieren dürfen. Weil das ist ja so etwas schwierig. Ja. Leider. Ja, aber es ist noch besser. Also wir vertrauen darauf, liebe Gäste, dass wir bald wieder die Produkte probieren können. Georg, nochmal zur Range, also wie man so schön sagt, der Auswahl eurer Produkte. Mhm. 5 Edelbrände gibt es, 6? Wie viel habt ihr? Nein, wir haben im Hämmerle-Bereich 3 verschiedene Linien. Okay. Wir haben jetzt die klassische Edelbrandlinie. Da sind es 11 Stück. Oh, okay. 11 verschiedene. Dann haben wir unsere Herzstücke im Haus. Herzstücke sind bei uns im Haus eben Wildfrüchte oder Früchte, die ich nicht laufend bekomme. Mhm. Und da brennen wir maximal 100 Flaschen pro Sorte pro Jahr, nicht mehr. Also das ist wirklich sehr erlesen und muss ganz strengen Richtlinien haben, dass wir überhaupt ein Herzstück oder ein Herzstück daraus machen. Und dann haben wir noch die private Reserve. Da gibt es immer ein Fass. Wir haben momentan 4 verschiedene, unter anderem auch ein Muscatella Traubenbrand. Das ist auch immer alles sehr limitiert, ein Fass und nicht mehr. Muscatella Traubenbrand, vielen von unseren Gästen eher unter dem Begriff Grappa ein Begriff. Ja. Aber du zuckst schon, das ist nicht so ganz richtig, oder? Nicht ganz. Ja, Grappa wird aus den Dresdern gemacht. Mhm. Das ist eben schon aus dem gepressten Wein, was dann überbleibt, aus dem wird Grappa gemacht. Mhm. Wir nehmen aber Rosenmuscatella Trauben, sondern die ganzen Trauben, und die ganzen Trauben werden bei uns eingemeischt. Und aus dem wird eben dann der Muscatella Brand gemacht, eine Fasslagerung, also wir geben das dann noch 3 Jahre in Akazienholz und deswegen ist auch viel fruchtiger wie ein Grappa. Okay. 3 Jahre im Fass gelagert, das klingt so, als ob ihr riesengroße Lagerkapazitäten habt. Wie viele Liter lagern wir euch in der Firma? Bei den Fässern ist tatsächlich nur ein Fass, also wir haben das wirklich schwer limitiert. Erst jetzt einmal lachen müssen bei einem Mitbewerber, bei einem großen Whisky-Hersteller, der hat eine Limited Edition gemacht von 30.000 Stück, was weltweit trotzdem wenig ist. Mhm. Bei uns heißt der Limited Edition, bei den Muscatella sind es ca. 800 Flaschen. Also okay. Wirklich limitiert. Sehr limitiert. Also sind nicht die großen Mengen da von den Fässern. Wie viele Flaschen haben wir da von dem Peter da? Vorbestellt. Das ist richtig. Wir haben ja den Grand Reserve haben wir auch auf der Karte, auch auf dem Digestivwagen. Also da auch nochmal ein ganz spezielles Highlight unseren Gästen bieten zu können.
Was ist so eure Empfehlung für die Bar? Wo geht der Trend hin? Ist das schon absehbar? Wo ist das Sommergetränk zu sehen? Welche Fruchtsorte wird neu dazukommen? Was ist so die Aussicht? Also ich bin da voll und ganz bei deiner Meinung, die du vorher vertreten hast, gerade dieses Easy Drinking, auf lange Sicht gemütlich mit Freunden zusammenzusitzen, ist ein ganz ein großes Thema. Es gibt ja diese Modeerscheinung Daydrinking mittlerweile, weil man ja auch nicht absehen kann, wann die Abendgastronomie wieder öffnen darf, also es wird sich sicher mehr auf untertags verlagern und dadurch ist es wichtig, Alternativen anbieten zu können mit weniger Alkohol, die einfach wirklich Freude machen und zum Genießen einladen. Daydrinking und so gut die Sachen schmecken, man darf bitte nie vergessen, es ist Alkohol, es ist sicherlich auch ein Problemstoff für den einen oder anderen, deswegen immer mit Vorsicht zu genießen. Wie ist so die, naja, es gibt ja diesen, es geht, manche sagen, naja, mein Großvater ist 98 Jahre alt geworden, weil er jeden Tag einen Schnaps getrunken hat. Ist da was dran oder ist das so die Märchen der Schnapsverkäufer? Nein, es ist definitiv sicherlich was dran. Mhm. Die Dosis macht es, wie bei jedem. Also genauso, wo man sagt, ein Glas Rotwein am Abend schadet keinem. Genauso ist beim Brand. Ich glaube, wenn man jeden Tag ein Glas trinkt und nicht mehr, dann hat man sicher kein Problem damit und es tötet ja trotzdem Bakterien ab. Nachdem wir gestern nichts getrunken haben, liebe Gäste, trinken wir heute einen. Auf Ihr Wohl. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Und alles Gute.